System A? Überprüft. Antriebsraketen? Überprüft. Raumschiff 534 ruft Kommandanten der Mondbasis. 534 ruft Kommandanten der Mondbasis. Bitte kommen, 534. Nähere mich wieder Eintritt in Erdatmosphäre. Unter verdammte Sehnsucht. Bleibt es bei Sonnabendabend, Liebling? Das war ein schwerer Verstoß gegen die Vorschrift. Aber ja, es bleibt bei Sonnabend. Na, dann bin ich beruhigt, Herzchen. Raumschiff 534 von der Mondbasis kurz vor dem Wiedereintritt. Normale Fluglage. 534 steuert Craig Collins, nicht wahr? Ja, Sir. Ihr sollt mich nach der Landung doch gleich mal anrufen. Gut, Sir. Pilot meldet Feuer im Kommandoteil. Lassen Sie mich ran. Craig, was ist faul da oben? Ich weiß es noch nicht. Es wird schlimmer, alles ist voller Rauch. Schalt auf Notversorgung. Und versucht, das System Q zu trennen. Sid meldet 3 UFOs im Anflug. Es nützt nichts. Die Hitze nimmt noch zu. Ortung bestätigt. Die Hauptwarnlampen leuchten auf. Wiederhole. Entfernung 5 Millionen Meilen. Geschwindigkeit soll... Moment, Craig. Melde mich sofort wieder. Bleiben Sie dran. Ja, Sir. Entfernung 4 Millionen Meilen. Kommen näher. Alarmstart für Abfangjäger. Flugbahnendpunkt Nordeuropa. Entfernung 3,5 Millionen Meilen. 2 Millionen Meilen. Geschwindigkeit auf Sol 6 zurückgegangen. Hauptwarnlampen brennen immer noch. Wiederhole, Warnlampen brennen. Die Hitze wird unerträglich. Achtung, hier Sid. Ein UFO hat Flugbahn geändert. Voraussichtliches Ziel, Sid selbst. Abfangjäger 2, gehen Sie auf neuen Kurs. 330. Einstellen. Wurde getroffen. Wurde getroffen. Muss Tätigkeit einstellen. Einstellen. Guten Morgen, Miss Holland. Guten Morgen, Mr. Stricker. Miss Holland. Ja, Sir. Ich hatte Sie doch schon vor ein paar Tagen gebeten, Collins' Akte zurückzuschicken. Aber Sir, es ist doch noch nicht sicher. Sie wissen, dass wir das Weltraumpersonal nach Scheitern des Wiedereintritts 48 Stunden später für tot halten müssen. Es ist doch Miss Holland. Craig Collins war einer meiner engsten Freunde. Wir sind als Astronauten viel zusammen geflogen. Aber sich irgendwelchen falschen Hoffnungen hinzugeben, ist doch völlig zwecklos. Das wissen Sie auch. Bringen Sie sie zurück. UFO nicht lokalisiert. Craig Collins lebend gefunden. Craig
damit wir uns klar sind, bevor er kommt. Was die Technik von Sid anbelangt, versteht Collins mehr als jeder andere davon. Und deshalb macht er das Unternehmen mit. Ich wollte damit doch nur sagen, Craig Collins und ich, wir haben... Colonel Gray, Ihre persönlichen Gefühle für ihn sind Ihr Problem. Bitte? Und wer leitet das Unternehmen? Ja, die Gesamtleitung haben Sie. Aber was das Innenleben von Sid angeht, ist Craig der Experte. Alles klar? Alles klar. Straker? Colonel Collins ist auf dem Weg, Sir. Wir erwarten ihn. Craig! Hallo. Wie geht es, Ed? Freue mich, dich wiederzusehen. Mir geht's genauso, Ed. Freue mich über jedes vertraute Gesicht nach langen Wochen im feuchten Dschungel. Ah, John. Craig. Na komm, mach den Mund auf. Was hat sich abgespielt? Oh, ich weiß nur noch, dass ich vor dem Wiedereintritt bewusstlos wurde. Ah, als ich wieder zu mir kam, schwebte ich über dem Ozean. Plötzlich knallte ich aufs Meer, stieg aus und schwamm ans Land, bevor das Ding absoff. Bestellt einen Dompteuren. Ihr Überlebenskursus hat sich bewährt. Colonel Gray, ich danke Ihnen. Bis nachher, Collins. Du weißt, ich hatte dich aus unseren Listen streichen lassen. Du kennst ja unsere Bestimmungen. Natürlich. Glaub mir, ich hätte genauso gehandelt. Sicher. Hallo, Meister. Ich bin gerade auf dem Weg zur Mondbasis, um alles in Gang zu bringen. Was? Ich dachte, wir fliegen morgen zusammen rauf. Hier ist auch noch eine Menge zu erledigen. Ich weiß, aber da oben werde ich viel nötiger gebraucht. Außerdem habe ich, sagen wir, ein noch schwebendes Verfahren zu erledigen. Entschuldigen Sie mich. Bis morgen, Sir. Hallo, Craig. Seien Sie gegrüßt, Nina. Schön, dass Sie wieder im Lande sind. Danke. Vermissen Sie den Dschungel? Nicht bei so reizenden Tigern. Craig. Ja? Ich war so froh, als ich es gehört habe. Das Feuerchen muss schon heftiger flackern, um mich am Spieß zu braten. Entschuldige, Liebling, das war wohl etwas zu stürmisch. Tja, ich habe dich eben zu lange entbehren müssen. Nett, Sie wiederzusehen, Foster. Ich freue mich, dass Sie während meiner Abwesenheit ein so wachsames Auge auf alles hatten. Mir ist nicht klar, was Sie damit meinen. Und ob Sie das wissen, mein Freund. Craig? Was meinst du, Virginia? Wie wär's zur Begrüßung des Langersehnten mit einem Kaffee, in Ermangelung von was anderem? Na schön. Ja, es gibt hier noch andere nette Plätze. Ich verstehe. Bis nachher. Tja. Das ist immer noch Magenmondstaub. Ich wollte dir nur sagen, du hast gar keinen Grund, dich schuldig zu fühlen. Ich fühle mich nicht schuldig, Craig. Ich habe geweint, als ich glauben musste, du wärst tot. Aber dann habe ich aufgehört zu weinen. Das ist nun mal so. Tja, das ist so. Und wir waren ja auch nicht gerade Romeo und Julia. Virginia. Jeannie, nimm es mir nicht übel, aber ich meine, du machst es einem Mann verdammt schwer. Ich wollte dir doch nur sagen, nichts für ungut. Freut mich zu hören. Und damit ist dieses Kapitel wohl abgeschlossen. Selbstverständlich. Vorbei ist vorbei. Also, wie war der Dschungel? Eins steht fest. Es war niemand da, der so aussieht wie du. Nachts lag ich unten auf Mutter Erde und starrte hinauf zum Mond. Dann sagte ich zu mir, weißt du was? Deine Genie ist da oben. Ich habe auch über dich nachgedacht. So, wirklich? Glaubst du, es gibt noch eine Chance für diesen angesenkten, verliebten Astronauten? Das Gegenteil habe ich nicht behauptet. Ich habe mich nur darüber geärgert, dass du mich als dein Eigentum betrachtest. Du irrst dich. Das habe ich nie getan.
Du bist ja wahnsinnig, Greg. Du bist ja wie ein wildes Tier. Ihr habt mich gerufen, Meister. Was soll Ihr Gesuch? Was bezwecken Sie damit? Sid wieder in Ordnung zu bringen, ist eine Arbeit für zwei. Ich brauche einen Partner. Und ich möchte Forster haben. Warum gerade Forster? Na, ganz einfach, weil er der einzige verfügbare Mann mit der nötigen Sachkenntnis ist. Und Astronautentraining hat er ebenfalls. Er ist im Augenblick ein bisschen eingerostet, aber den mache ich schnell wieder topfit. Ist das wirklich der einzige Grund? Warum sollte ich sonst wohl Wert auf ihn legen? Na gut, einverstanden. Danke, Sir. Bin Ihnen sehr verbunden. Sie haben doch schon zweimal eine Computeranalyse über meine Beziehung zu Greg gemacht. Ich weiß. Und die Auswertung ergab, dass meine Arbeit nicht beeinträchtigt würde. Dann haben wir vor zwei Wochen eine über Sie und Forster gemacht und die Auswertung ergab das Gleiche. Warum also die Inquisition? Gestern machten wir nun eine Analyse über Sie und Craig und Forster. Der Computer ist der Meinung, Dreiecksverhältnisse seien das Gefährlichste bei menschlichen Beziehungen. Richten Sie dem Computer aus, er soll sich abreden. Es gibt kein Dreiecksverhältnis. Oh. Und wer hat den Lauf was gekriegt? Greg. Darf ich fragen, warum? Das geht nur mich etwas an. Na los, los, weitermachen, das war schlecht, Sie können mehr. Kommen Sie, rein ins Vergnügen. Ich warte. 15, Sauerstoff. Los, weiter. 16, 17, Raketen. Und 1014. Kühlsystem. 33, Digitalzählung. 943. Bremsraketen. 5. Heliumanteil. 507. Abbruchtaste. Ja, falsch. Falsch, mein Lieber. Tut mir leid. Nein, mit tut mir leid ist es nicht getan, mein lieber Freund. Das könnte nämlich das Ende bedeuten. Wenn wir beide oben sind, darf Ihnen kein Fehler unterlaufen. Dann müssen Sie auf Draht sein. Also nochmal von vorne, ist das klar? Einverstanden. Na bitte. Los, kommen Sie. 200. Handsteuerung. Ist Ginny da drin, Herzchen? Ja, sie ist. Danke. Guten Abend, Milord. Wie wär's mit einer kleinen Partie Schach? Sie brennen geradezu auf Misserfolge, hm? Gegen mich haben Sie noch nie ein Spiel gewonnen. Was halten Sie von einer kleinen Wette? Wollen Sie Ihr Geld wirklich zum Fenster rauswerfen? Sagen wir, ja, 50? Wenn Sie unbedingt wollen. Sie nehmen Weiß. In Ordnung. Sind Sie soweit? Ist das Ihr Ernst, diesen Zug zu machen? Sie sind am Zug, Collins. Ja. Schachmatt.
Ich schulde Ihnen also 50, nicht wahr? Ich gebe Ihnen selbstverständlich Revanche. Sagen wir morgen? Wir müssen morgen auf der Erde sein. Ich nehme Revanche, wenn wir wieder zurück sind. Einverstanden? Gern, wie Sie wünschen. Ich dachte, der Fall wäre mit dem gestrigen Gespräch erledigt. Sie sagten mir, Sie hätten ihm den Laufpass gegeben, haben aber verheimlicht, dass Sie ihn hassen. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe Sie genau beobachtet, als er reingekommen ist. Es wird wohl nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich Menschen fremd werden. Hören Sie zu. Collins hat einen lebenswichtigen Auftrag. Falls Sie irgend... Falls Sie irgendetwas über ihn wissen, seine Einstellung, geistige Verfassung, irgendetwas, was Ihnen aufgefallen ist, dann sind Sie verpflichtet, es zu sagen. Er ist völlig verändert. Nur weil er Sie zufällig mal beim Schach besiegt hat, behaupten Sie, er leidet an einer Psychose. Ich bitte Sie, Gray, sind Sie ein so schlechter Verlierer? Unsinn, Commander, das allein ist es ja nicht. Das Wesentliche ist, wie er Foster behandelt. Er trainiert Foster für einen überaus wichtigen Auftrag, nicht für ein Ping-Pong-Spiel. Foster muss wieder in Form kommen. Und was ist mit Virginia Lake? Virginia Lake ist ein Mädchen, das mit ihm Schluss gemacht hat. Commander, ich weiß, er ist ein Freund von Ihnen. Ich will ja nur auf die Möglichkeit hinweisen, dass sich im Dschungel vielleicht etwas ereignet hat. Dr. Adams, ohne Befund. Dr. Jackson, ohne Befund. Dr. Bluden, auch ohne Befund. Alle diese Ergebnisse wurden dem Computer eingegeben. Ohne Befund. Computer sind nicht unfehlbar. Sind Sie es vielleicht? Nein. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich habe so ein instinktives Gefühl. So, Colonel, Sie haben mir zu verstehen gegeben, meine Freundschaft mit Craig könnte zu einer falschen Beurteilung führen. Ihnen rate ich, sich nicht von Ihren Gefühlen beeinflussen zu lassen. Wir müssen in 5 Tagen zur Raumstation Sid fliegen. Werden Sie mit einem fertig? Ja, hier in der Zentrale bin ich fast durch. Aber oben habe ich noch einiges zu tun auf der Mondbasis. Morgen früh fliegen wir zurück. Fein. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo Studio D ist? Ja, selbstverständlich. Dort drüben. Geradeaus, 2. Gang rechts. Vielen Dank. Mr. Gray, nicht wahr? Ganz recht, Sir Esmond. Ich vergesse nämlich nie eine Stimme. Und wer... Kommen Sie. Wir wollen weiter, Charles. Ja, Sir. Ich werde erwartet. Es wird höchste Zeit. Ach, so was Dummes, jetzt habe ich doch etwas Wichtiges vergessen. Gehen Sie vor, ich komme nach. Wie Sie wünschen, großer Meister. Sir Esmond, einen Moment bitte. Entschuldigen Sie bitte, Sir Esmond, Sie finden es vielleicht merkwürdig, aber könnten Sie mir wohl sagen, was Sie eben so gestört hat? Es war weiter nichts. Oh. Na ja, Sie wissen, manchmal überkommt einem doch so ein merkwürdiges Gefühl, als ob man nachts über einen Friedhof geht. Ja, ich verstehe. Es ist eben ein Gefühl. Ah ja, ich wäre Ihnen sonst natürlich gern behilflich gewesen. Sehr freundlich, Mr. Gray. Na, Meister, wie sieht es mit unserer Schachrevanche aus? Nein, heute nicht. Ich bin zu müde. Ich gehe in die Falle. Schlafen Sie gut. Bis morgen, Meister.
Geben Sie mir die Zentrale. Wo ist Commander Straker? Er ist nicht in der Zentrale, er ist weggefahren, Sir. Wenn es dringend ist, werde ich ihn suchen lassen. Könnte zu einer falschen Beurteilung führen. Ihnen rate ich, sich nicht von Ihren Gefühlen beeinflussen zu lassen. Soll ich versuchen, ihn aufzutreiben? Nein. Nein, bemühen Sie sich nicht. Verbinden Sie mich mit der Computerzentrale. Gut. So, nun zum Steuerpult. Schalter 4 und 5. Energieversorgung. 7 und 12. Kühlsystem. 21, 22. Es hört bei 20 auf. Na, großartig, lieber Freund. Ich bin überzeugt, Sie schaffen es. Und ob ich es schaffen werde, lieber Freund? Sie haben Können und Fleiß nicht allein gepachtet. Du liebe Güte, jetzt sind wir an einen kritischen Punkt gekommen. Dagegen muss man etwas tun. Ich weiß auch schon was. Ja, es geht doch nichts über das Stemmen von ein paar Gewichten. Ja, das baut sofort Spannungen ab. Stimmt, wenn man erst 200 gestemmt hat, fangen sogar Sie an.
einen Stich zu mehr. Na bitte, warum versuchen wir dann nicht 225, hm? Na gut. Aber dann höre ich auf. Ich bin nicht scharf drauf, bester Astronaut zu werden. Vorsicht! In Ordnung, Foster? Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie klauen. Na, wie sieht es aus? Eine Rippe gebrochen, das rechte Schienbein angeknackst. 3 Wochen muss er bandagiert bleiben. Nein! Wie zum Teufel war sowas möglich? Tja, es war ein Versehen. In 2 Tagen ist es soweit und Sie machen den einzigen Mann, der mit Ihnen fliegen kann, einfach fertig. Schönes Versehen. Letzten Endes haben wir immer noch jemanden in der Reserve, der mitmachen kann. So, und wer wäre das? Ed Straker. Ich meine, wir zwei haben die Raumstation SID doch installiert. Sie können es nicht mit einem so unzuverlässigen Mann wagen. Er ist nur Ihrer Meinung nach unzuverlässig. Was soll ich denn machen? Die Sache abblasen? Die Erde ohne Schutz lassen? Dann lassen Sie jemand anders dafür ausbilden. Das dauert doch Wochen. Collins hat völlig recht. Ich fliege. Aber das ist... Ich sagte, ich fliege, Colonel. Vorletzte Nacht hat er versucht, mich umzubringen. Wie war das? Er hat die Luftzufuhr, als ich schlief, unterbunden. Dieser Zwischenfall wurde im Tagesbericht als mechanisches Versagen gemeldet. Warum haben Sie mich nicht sofort davon unterrichtet? Weil ich es leider nicht hieb- und stichfest beweisen konnte, Commander. Haben Sie wenigstens etwas, worauf sich die Annahme stützen lässt? Nein, bis jetzt noch nicht. Na gut. Das Wichtigste ist jetzt, Gray, dass Sid wieder in Betrieb kommt. Ich habe gar keine andere Wahl. Es kommt auf jede Stunde an. Sie kümmern sich hier um alles, während ich weg bin. Für die Mondbasis habe ich erhöhte Alarmbereitschaft angeordnet. Veranlassen Sie hier das Gleiche. Die Wetterfrösche melden klares Wetter. Der Countdown läuft gut. Hoffentlich haben wir inzwischen die Digitalwandler bekommen. Na, ich denke schon. Gray kümmert sich darum. Hör mal, Craig, was ist eigentlich zwischen dir und ihm? Ach, ich weiß es auch nicht. Es ist nichts Greifbares. Er reizt mich. Umgekehrt wird es dasselbe sein. Ich wollte die Tests nur noch mal überprüfen, um sicherzugehen, dass nichts übersehen worden ist. Sie haben die Tests doch inzwischen ausgewertet. Selbstverständlich. Die vorgeschriebenen Tests hat er alle einwandfrei bestanden. Sagten Sie vorgeschriebene Tests? Ja. Gibt es denn auch andere? Offiziell nein. Aber? Ich habe da so ein bisschen eigene Forschung betrieben. So ganz privat. Die Idee schoss mir so ganz plötzlich durch den Kopf. Ich nenne das dort den Isolator. Wozu dient der Doktor? Hier wird jeder äußere Einfluss von Ihnen ferngehalten. Geräusche, Wärme, Licht, Mikrowellen, sogar kosmische Strahlung. Ich wollte feststellen, wie sich das menschliche Hirn beim Wegfall dieser Einflüsse verhält. Aber was hat das mit Collins zu tun? Um mir einen genauen Überblick verschaffen zu können, habe ich die Reflexe des Hirns sowohl innerhalb wie außerhalb des Raums aufgezeichnet. Und? Normalerweise ist der Unterschied unbeträchtlich. Kommen Sie doch bitte zum Kernpunkt, Doktor. Wie Sie wünschen. Also, so sehen die Ergebnisse aus, die ich normalerweise bekomme. Das ist die Aufnahme eines meiner Kollegen. Diese Aufzeichnung wurde außerhalb des Isolators gemacht. Diese stammt von Ihnen. So, und hier haben wir die von Collins. Das ist Collins außerhalb des Isolators. Das ist er innerhalb des Isolators. Welchen Schluss ziehen Sie daraus? Es ist noch zu früh, um etwas zu sagen. Ich lasse das Material gerade vom Computer auswerten. Haben Sie schon mit jemand darüber gesprochen? Es lag kein Grund vor.
Das Experiment ist völlig inoffiziell. Wann erwarten Sie die Computeranalyse? Vermutlich noch heute Abend. Rufen Sie mich bitte sofort an. Wenn ich nicht zu Hause bin, bin ich bei Collins. Guten Abend, Craig. Das ist eine Überraschung, Meister. Bitte einzutreten. Ich habe nicht viel Zeit für Sie. Ich muss mich eilen. In einer Stunde fliegen wir nach Cap Kennedy. Wissen Sie eigentlich, dass wir die Maschine noch nicht gefunden haben, mit der Sie abgestürzt sind? Na, sowas. Wäre es möglich, dass Sie sich beim Durchgeben der Koordinaten geirrt haben? Naja, ich war ziemlich groggy zu dem Zeitpunkt. Es könnte durchaus um eine Meile differieren. Erinnern Sie sich nicht an irgendetwas, was damals noch passiert ist? Nein, an überhaupt nichts. So, als ob der Film gerissen ist. Finden Sie das nicht etwas beunruhigend? Warum? Nein. Ich bin heute noch derselbe, der ich war. Tatsächlich, Craig. Was heißt das? Worauf wollen Sie hinaus? Virginia Lee glaubt, Sie haben sich verändert. Ach, Virginia... Und den Blinden lief es in Ihrer Gegenwart eiskalt über den Rücken. Sind Sie verrückt geworden oder was ist los? Und mich haben Sie versucht umzubringen. Sie mögen mich nicht, na gut. Aber was bezwecken Sie damit? Jackson hat mit Ihnen einen Test gemacht. Die macht er doch am laufenden Band. Es war aber ein ganz besonderer. Er setzte Sie in einen vollkommen isolierten Raum. Ja, und was weiter? Wenn man sich in diesem Raum befindet, ist man von jeder Kommunikation, egal welcher Art, abgeschirmt. Sogar von Radiowellen. Wirklich? In diesem sogenannten Isolator sprach Ihr Gehirn nicht mehr an. Sie wurden zum Nichts. Eine leere Hülle. Ein Körper ohne Willen. Ich weiß genau, Sie mochten mich von Anfang an nicht. Craig, ich glaube, die Fremden haben Sie behandelt. Man hat Ihnen das Persönlichkeitszentrum aus dem Gehirn gebrannt. Dann wurden Sie so programmiert, dass Sie von Ihnen durch Radiowellen gesteuert werden können. Ich glaube, Sie werden von denen als eine Art ferngelenktes Geschoss eingesetzt. Um Commander Straker zu beseitigen. Also, wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann, verehrter Meister, verschwenden Sie nur Ihre kostbare Zeit. Ich meine, mit einem Roboter kann man nicht diskutieren. Am Apparat? Der Computer hat meine Meinung bestätigt. Collins ist behandelt worden. Ich komme sofort rüber. Auf geht's, wie in früheren Zeiten, mein Alter. So alt bin ich nun wiederum auch nicht. Nach Ihnen, Milord. Danke. Wir haben eine Entfernung von 1, 2, 3. Roger. Countdown läuft weiter. Start minus 5, 7.
Start minus 5. Angaben bestätigt. Innenventile schließen. Lange nicht mehr in der Hand gehabt, die Dinger. Ja, geht mir genauso. 1 und 2 sind überprüft. Mr. Collins? Mr. Collins? Mr. Collins! Bitte um Bestätigung, ob Verbindung in Ordnung ist. Verbindung A in Ordnung. Start minus 1, 2, 0. Einlassventile schließen. Bordcomputer auf 1, 0, 9. Zählen weiter. Wir haben OK für alle Systeme bei minus 5, 0. Manchmal weiß Mr. Collins nicht, wann er zurückkommt, aber dann hängt er den Schlüssel immer über die Tür. Das ist das Dümmste, was man tun kann. Ist doch ein gefundenes Fressen für Einbrecher. Naja, er will nun mal, dass die Wohnung sauber ist, wenn er... Zündung, okay. Gebt an. Danke, Houston. Sieht gut aus. Melde alle Systeme in Ordnung. Na, wie lange bis zum Ziel? 7 Stunden, 19 Minuten, 27 Sekunden. Hat er schon irgendetwas gesagt, Schwester? Nein, noch nicht. Dass er auch gar keine Papiere bei sich hat. Na, da ist er ja, unser guter alter Sid. Leider reichlich demoliert. Ich muss warnen. Schnell, holen Sie den Arzt. Ruhig bleiben. Bitte halten Sie ihn fest. Es ist Sie müssen ruhig bleiben. Ich werde Ihnen eine Spritze geben. So. Los. Ruhig. So. Halten Sie ihn fest. Sie sich. Legen Sie sich hin. Nein. Nein, Schwester, bitte. Nein, ich muss... Nein, bitte nicht. Nein, Doktor, nein. Bitte. Nun, ich glaube, es wird langsam Zeit für unseren Spaziergang, nicht wahr? Thank you.
Bestätigen Position. Alles in Ordnung. Höchste bleiben Zeit. Sie liegen. Sie Wie sollen spät haben liegen wir? Bleiben, bitte. Ich muss warnen. Legen Sie sich wieder hin. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Sie haben eine ganz hübsche Gehirnerschütterung. Wenn Sie nicht so einen Betonschädel hätten, wären Sie nicht mehr. Geben Sie mir ein Telefon. Schwester, er muss liegen. Legen Sie sich hin. Ach, das Telefon hat noch Zeit. Jetzt brauchen Sie unbedingt... Zum Donnerwetter, geben Sie mir ein Telefon! Das Persönlichkeitszentrum aus dem Gehirn gebrannt. Craig, hör auf mich. Hör zu. Wir können dir helfen. Um sie durch Radiowellen steuern zu können. Sie haben dich manipuliert, Craig. Aber wir finden Wege, um dir zu helfen. Craig, hör doch auf mich. Craig! Commander. Kommen, Commander Straker, hören Sie mich! Commander, hören Sie mich! Melden Sie sich doch, Commander Straker! Craig. Commander Straker! Sie wurden zum Nichts, eine leere Hülle, ein Körper ohne Willen. Straker, bitte kommen. Hören Sie mich, Commander. Commander, hören Sie mich. Ich höre Sie, Foster. Alles in Ordnung? Ja. Gott sei Dank. Und was ist mit Collins? Er ist aus allem raus. Also hatte Gray recht. Ja. Ich wollte es nur nicht glauben. Ist das wirklich der einzige Grund? Warum sollte ich sonst wohl Wert auf ihn legen?
Na gut, einverstanden. Danke, Sir. Bin Ihnen sehr verbunden. Sie haben doch schon zweimal eine Computeranalyse über meine Beziehung zu Greg gemacht. Ich weiß. Und die Auswertung ergab, dass meine Arbeit nicht beeinträchtigt würde. Dann haben wir vor zwei Wochen eine über Sie und Foster gemacht und die Auswertung ergab das Gleiche. Warum also die Inquisition? Gestern machten wir nun eine Analyse über Sie und Craig und Foster. Der Computer ist der Meinung, Dreiecksverhältnisse seien das Gefährlichste bei menschlichen Beziehungen. Richten Sie dem Computer aus, er soll sich abreden. Es gibt kein Dreiecksverhältnis. Oh. Und wer hat den Lauf was gekriegt? Greg. Darf ich fragen, warum? Das geht nur mich etwas an. Na los, los, weitermachen, das war schlecht, Sie können mehr. Kommen Sie, rein ins Vergnügen. Ich warte. 15 Sauerstoff. Los, weiter. 16, 17 Raketen und 1014. Kühlsystem. 33. Digitalzählung. 943. Bremsraketen. 5. Heliumanteil. 507. Abbruch das. Ja, falsch. Falsch, mein Lieber. Tut mir leid. Nein, mit tut mir leid ist es nicht getan, mein lieber Freund. Das könnte nämlich das Ende bedeuten. Wenn wir beide oben sind, darf Ihnen kein Fehler unterlaufen. Dann müssen Sie auf Draht sein. Also nochmal von vorne, ist das klar? Einverstanden. Na bitte. Los, kommen Sie. 200. Handsteuerung. Ist Ginny da drin, Herzchen? Ja, sie ist. Danke. Guten Abend, Milord. Wie wär's mit einer kleinen Partie Schach? Sie brennen geradezu auf Misserfolge. Hm? Gegen mich haben Sie noch nie ein Spiel gewonnen. Was halten Sie von einer kleinen Wette? Wollen Sie Ihr Geld wirklich zum Fenster rauswerfen? Sagen wir, ja, 50? Wenn Sie unbedingt wollen. Sie nehmen Weiß. In Ordnung. Sind Sie soweit? Ist das Ihr Ernst, diesen Zug zu machen? Sie sind am Zug, Collins. Ja. Schachmatt. Ich schulde Ihnen also 50, nicht wahr? Ich gebe Ihnen selbstverständlich...
System A, überprüft. Antriebsraketen, überprüft. Raumschiff 534 ruft Kommandanten der Mondbasis. 534 ruft Kommandanten der Mondbasis. Bitte kommen, 534. Nähere mich wieder Eintritt in Erdatmosphäre. Und hab verdammte Sehnsucht. Bleibt es bei Sonnabend, Liebling? Das war ein schwerer Verstoß gegen die Vorschrift. Aber ja, es bleibt bei Sonnabend. Na, dann bin ich beruhigt, Herzchen. Raumschiff 534 von der Mondbasis kurz vor dem Wiedereintritt. Normale Fluglage. 534 steuert Craig Collins, nicht wahr? Ja, Sir. Wir sollen mich nach der Landung doch gleich mal anrufen. Gut, Sir. Pilot meldet Feuer im Kommandoteil. Lassen Sie mich ab. Craig? Was ist faul da oben? Ich weiß es noch nicht. Es wird schlimmer, alles ist voller Rauch. Schalt auf Notversorgung. Und versucht das System Q zu trennen. Sid meldet drei UFOs im Anflug. Es nützt nichts. Die Hitze nimmt noch zu. Ortung bestätigt. Die Hauptwarnlampen leuchten auf. Wiederhole. Entfernung 5 Millionen Meilen. Geschwindigkeit soll... Moment, Craig. Melde mich sofort wieder. Bleiben Sie dran. Ja, Sir. Entfernung 4 Millionen Meilen. Kommen näher. Alarmstart für Abfangjäger. Flugbahnendpunkt Nordeuropa. Entfernung 3,5 Millionen Meilen. 2 Millionen Meilen. Geschwindigkeit auf Sol 6 zurückgegangen. Hauptwarnlampen brennen immer noch. Wiederhole, Warnlampen brennen. Die Hitze wird unerträglich. Achtung, hier Sid. Ein UFO hat Flugbahn geändert. Voraussichtliches Ziel, Sid selbst. Abfangjäger 2, gehen Sie auf neuen Kurs. 330. Revanche, sagen wir morgen? Wir müssen morgen auf der Erde sein. Ich nehme Revanche, wenn wir wieder zurück sind. Einverstanden? Gern, wie Sie wünschen. Ich dachte, der Fall wäre mit dem gestrigen Gespräch erledigt. Sie sagten mir, Sie hätten ihm den Laufpass gegeben, haben aber verheimlicht, dass Sie ihn hassen. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe Sie genau beobachtet, als er reingekommen ist. Es wird wohl nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich Menschen fremd werden. Hören Sie zu. Collins hat einen lebenswichtigen Auftrag. Falls Sie irgend... Falls Sie irgendetwas über ihn wissen, seine Einstellung, geistige Verfassung, irgendetwas, was Ihnen aufgefallen ist, dann sind Sie verpflichtet, es zu sagen. Er ist völlig verändert. Nur weil er Sie zufällig mal beim Schach besiegt hat, behaupten Sie, er leidet an einer Psychose. Ich bitte Sie, Gray, sind Sie ein so schlechter Verlierer? Unsinn, Commander, das allein ist es ja nicht. Das Wesentliche ist, wie er Foster behandelt. Er trainiert Foster für einen überaus wichtigen Auftrag, nicht für ein Ping-Pong-Spiel. Foster muss wieder in Form kommen. Und was ist mit Virginia Lake? Virginia Lake ist ein Mädchen, das mit ihm Schluss gemacht hat. Commander, ich weiß, er ist ein Freund von Ihnen. Ich will ja nur auf die Möglichkeit hinweisen, dass sich im Dschungel vielleicht etwas ereignet hat. Dr. Adams, ohne Befund. Dr. Jackson, ohne Befund. Dr. Bluden, auch ohne Befund. Alle diese Ergebnisse wurden dem Computer eingegeben, ohne Befund. Computer sind nicht unfehlbar. Sind Sie es vielleicht? Nein. Aber ich kann mir nicht helfen, ich habe so ein instinktives Gefühl. So, Colonel,
Sie haben mir zu verstehen gegeben, meine Freundschaft mit Craig könnte zu einer falschen Beurteilung führen. Ihnen rate ich, sich nicht von Ihren Gefühlen beeinflussen zu lassen. Wir müssen in 5 Tagen zur Raumstation Sid fliegen. Werden Sie mit einem fertig? Ja, hier in der Zentrale bin ich fast durch. Aber oben habe ich noch einiges zu tun auf der Mondbasis. Morgen früh fliegen wir zurück. Fein. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo Studio D ist? Ja, selbstverständlich. Dort drüben, geradeaus, 2. Gang rechts. Vielen Dank. Mr. Gray, nicht wahr? Ganz recht, Sir Esmond. Ich vergesse nämlich nie eine Stimme. Und wer... Kommen Sie, wir wollen weiter, Charles. Ja, Sir. Ich werde erwartet, es wird höchste Zeit. Ach, so was Dummes. Jetzt habe ich doch etwas Wichtiges vergessen. Gehen Sie vor, ich komme nach. Wie Sie wünschen, großer Meister. Sir Esmond, einen Moment bitte. Entschuldigen Sie bitte, Sir Esmond. Sie finden es vielleicht merkwürdig. Aber könnten Sie mir wohl sagen, was Sie eben so gestört hat? Es war weiter nichts. Oh. Na ja, Sie wissen, manchmal überkommt einem doch so ein merkwürdiges Gefühl, als ob man nachts über einen Friedhof geht. Ja, ich verstehe. Es ist eben ein Gefühl. Ah ja, ich wäre Ihnen sonst natürlich gern behilflich gewesen. Sehr freundlich, Mr. Gray. Einstellen. Wurde getroffen. Wurde getroffen. Muss Tätigkeit einstellen. Einstellen. Guten Morgen, Miss Holland. Guten Morgen, Mr. Stricker. Miss Holland. Ja, Sir. Ich hatte Sie doch schon vor ein paar Tagen gebeten, Collins Akte zurückzuschicken. Aber Sir, es ist doch noch nicht sicher. Sie wissen, dass wir das Weltraumpersonal nach Scheitern des Wiedereintritts 48 Stunden später für tot halten müssen. Es ist doch... Miss Holland. Craig Collins war einer meiner engsten Freunde. Wir sind als Astronauten viel zusammen geflogen. Aber sich irgendwelchen falschen Hoffnungen hinzugeben, ist doch völlig zwecklos. Das wissen Sie auch. Bringen Sie sie zurück. Nicht lokalisiert. Craig Collins lebend gefunden. Damit wir uns klar sind, bevor er kommt. Was die Technik von Sid anbelangt, versteht Collins mehr als jeder andere davon. Und deshalb macht er das Unternehmen mit. Ich wollte damit doch nur sagen, Craig Collins und ich, wir haben... Colonel Gray, Ihre persönlichen Gefühle für ihn sind Ihr Problem. Bitte? Und wer leitet das Unternehmen? Ja, die Gesamtleitung haben Sie. Aber was das Innenleben von Sid angeht, ist Craig der Experte. Alles klar? Alles klar. Straker? Colonel Collins ist auf dem Weg, Sir. Wir erwarten ihn. Craig!
Hallo. Wie geht es, Ed? Freue mich, dich wiederzusehen. Mir geht's genauso, Ed. Freue mich über jedes vertraute Gesicht nach langen Wochen im feuchten Dschungel. Ah, John. Craig. Na komm, mach den Mund auf. Was hat sich abgespielt? Oh, ich weiß nur noch, dass ich vor dem Wiedereintritt bewusstlos wurde. Oh, als ich wieder zu mir kam, schwebte ich über dem Ozean. Plötzlich knallte ich aufs Meer, stieg aus und schwamm ans Land, bevor das Ding absoff. Bestell deinen Dompteuren, ihr Überlebenskursus hat sich bewährt. Colonel Gray, ich danke Ihnen. Bis nachher, Collins. Du weißt, ich hatte dich aus unseren Listen streichen lassen. Du kennst ja unsere Bestimmungen. Natürlich. Glaub mir, ich hätte genauso gehandelt. Sicher. Hallo, Meister. Ich bin gerade auf dem Weg zur Mondbasis, um alles in Gang zu bringen. Was? Ich dachte, wir fliegen morgen zusammen rauf. Hier ist auch noch eine Menge zu erledigen. Ich weiß, aber da oben werde ich viel nötiger gebraucht. Außerdem habe ich, sagen wir, ein noch schwebendes Verfahren zu erledigen. Entschuldigen Sie mich. Bis morgen, Sir. Hallo, Craig. Seien Sie gegrüßt, Nina. Schön, dass Sie wieder im Lande sind. Danke. Vermissen Sie den Dschungel? Nicht bei so reizenden Tigern. Craig. Ja? Ich war so froh, als ich es gehört habe. Das Feuerchen muss schon heftiger flackern, um mich am Spieß zu braten. Entschuldige, Liebling, das war wohl etwas zu stürmisch. Tja, ich habe dich eben zu lange entbehren müssen. Nett, Sie wiederzusehen, Foster. Ich freue mich, dass Sie während meiner Abwesenheit ein so wachsames Auge auf alles hatten. Mir ist nicht klar, was Sie damit meinen. Und ob Sie das wissen, mein Freund. Craig? Was meinst du, Virginia? Wie wär's zur Begrüßung des Langersehnten mit einem Kaffee, in Ermangelung von was anderem? Na schön. Ja, es gibt hier noch andere nette Plätze. Ich verstehe. Bis nachher. Tja. Das ist immer noch Magenmondstaub. Ich wollte dir nur sagen, du hast ja auch... Du hast gar keinen Grund, dich schuldig zu fühlen. Ich fühle mich nicht schuldig, Craig. Ich habe geweint, als ich glauben musste, du wärst tot. Aber dann habe ich aufgehört zu weinen. Das ist nun mal so. Tja, das ist so. Und wir waren ja auch nicht gerade Romeo und Julia. Virginia. Jeannie, nimm es mir nicht übel, aber ich meine, du machst es einem Mann verdammt schwer. Ich wollte dir doch nur sagen, nichts für ungut. Freut mich zu hören. Und damit ist dieses Kapitel wohl abgeschlossen. Selbstverständlich. Vorbei ist vorbei. Also, wie war der Dschungel? Eins steht fest. Es war niemand da, der so aussieht wie du. Nachts lag ich unten auf Mutter Erde und starrte hinauf zum Mond. Dann sagte ich zu mir, weißt du was? Deine Jeannie ist da oben. Ich habe auch über dich nachgedacht. So, wirklich? Glaubst du, es gibt noch eine Chance für diesen angesenkten, verliebten Astronauten? Das Gegenteil habe ich nicht behauptet. Ich habe mich nur darüber geärgert, dass du mich als dein Eigentum betrachtest. Du irrst dich. Das habe ich nie getan. Du bist ja wahnsinnig, Craig. Du bist ja wie ein wildes Tier.
Ihr habt mich gerufen, Meister. Was soll Ihr Gesuch? Was bezwecken Sie damit? Sid wieder in Ordnung zu bringen, ist eine Arbeit für zwei. Ich brauche einen Partner. Und ich möchte Forster haben. Warum gerade Forster? Na, ganz einfach, weil er der einzige verfügbare Mann mit der nötigen Sachkenntnis ist. Und Astronautentraining hat er ebenfalls. Er ist im Augenblick ein bisschen eingerostet, aber den mache ich schnell wieder topfit.